So, Leute. So, das letzte Mal haben wir uns da die Laterne geguckt und er will irgendeinen Bärensaft haben. Und da haben wir uns natürlich gedacht, gehen wir ins Gummibärendorf und holen uns dort Gummibärensaft. Er scheint nichts abbekommen zu haben. Was? Ja, klar, der wird abbekommen. Du hast ihm voll das Ding abgerissen da. Bist du bescheuert oder was? Willst du mich verarschen? Okay. Oh, das war jetzt gerade, glaube ich, nicht notwendig gewesen. Da werden sich jetzt wieder ein paar Abonnenten angeekelt fühlen und sagen, Minimal-Tüte-Bad-Igel, das ist ja voll ekelhaft, Mann. Dann muss ich dazu sagen, ja, stimmt. Ja, danke. Ich weiß nicht so genau. Also, ich muss jetzt irgendwas machen, aber ich habe jetzt keinen Bärensaft gesehen, jetzt ehrlich gesagt. Was ist denn mit dir jetzt? Was? Ich glaub, da... Was war denn da hinten jetzt? Ich hab schon völlig vergessen, was da war. Also hier waren ja nur die Blätter, ne? Ja, hier waren nur Blätter, passt schon. Graben. Ja, vielleicht den Burggraben, da könnten wir vielleicht mal hingehen. Guck mal, da sind Bären. Egal, wir gehen jetzt trotzdem erstmal zum Graben. Hier ist nichts, dann gehen wir hier hin. Ja, also gut, also hier, dieser Bildschirm ist anscheinend wirklich nur für die Übersicht. Also so Coolness und so. Ich bin nie ein großer Fan von Sierra gewesen an sich, weil die teilweise wirklich so umständlichen Scheiß gebaut haben. Aber probieren wir einfach mal, die Leute in den Graben zu kippen. Wir sind da, Jungs. Der Austragungsort der nächsten Grabenspiele. Ich hoffe, ihr gewinnt die Goldmedaille. Danke, Turin. Du bist in Ordnung für so einen trockenen Kerl. Ja, danke. Und als Belohnung werde ich bei meinen Kroktopus-Freunden ein gutes Wort für dich einlegen. Gutes Wort? Ich brauche kein gutes Wort. Ich brauche Grabenschlamm, und zwar jede Menge. Ach, willst du wirklich? Und wo genau? Wo ist denn Hoben? Ja? Natürlich genau hier. Hey, Krok, gib dem Jungen ein bisschen Schlamm. Ja, dankeschön. Ne? Das ist ja nett von ihm gewesen. Also, muss ich... Oh, guck mal hier, da geht schon wieder die Uhr hoch. Ich hab keine Ahnung, warum. Gucken wir uns mal den Grabenschlamm an. Der Grabenschlamm scheint anscheinend, Schlamm zu sein. Hallo? Halt! Oh, du hast schon angehalten. Ja. Nun, könntest du dich etwas bewegen? Was? Warum? Wenn man halt rufen kann. Du bringst mein Timing durcheinander. Also, okay. Halt! Wer da? Ich. Du weißt, dass ich es bin. Du hast mir gerade gesagt, ich soll mich bewegen. Okay. Halt! Aber jetzt stehe ich schon wieder. Ich habe angehalten, als du das erste Mal Halt gerufen hast. Was? Ich habe nicht Halt gerufen? Hast du wohl? Gar nicht habe ich das. Ach, vergiss es. Verschwind einfach. Verschwinden? Ich habe noch gar nicht um Erlaubnis gefragt, hereinzukommen. Verschwinde trotzdem. Aber könntest du nicht? Anscheinend nicht. Also was genau sein Problem ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Axt geht nicht. Wurzel, es sieht irgendwie aus, als würde ich die noch für was anderes brauchen. Also die wird nicht umsonst diese Form haben, gehe ich von aus. Ich komme auf keinen Fall über diesen Graben. Ja, okay, er muss das also aufmachen. Und tot. Ich bin wahrscheinlich tot. Der Kroktopus verbindet vielleicht die schlimmsten Eigenschaften der zwei Tiere, aber seine Haut eignet sich hervorragend für ein Laptop-Computer-Köfferchen. Ja. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas reinwerfen, dass der den frisst oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Na gut, wir...
Ey, ich bin von da gekommen. Achso, nee, Quatsch. Ist schon wieder dieser eine Raum hier. Aber wir haben noch die Bären gesehen. Also wir haben noch immer noch was zu tun. Ich hoffe, dass ich mich nicht irgendwo mal richtig festhängen werde. Ich möchte es halbblind spielen. Also ich habe es, wie gesagt, schon mal durchgehabt, aber... Diese Bären sehen reif aus. Ja, jetzt wusste ich auch mal nicht, was ich tun muss. Ich habe keine Ahnung. Hi. Ich stehe jetzt ein bisschen anders da kurz, weil ich habe gerade eine kleine Pause gemacht, kurz. Für mich so. Und ich habe nichts weiter gemacht. Ich habe auch nichts nachgeguckt. Also ich spiele das wirklich weiter blind. Ich habe jetzt Bären gefunden. Sieh mal an. Okay. Sollten wir jetzt immer machen, nicht, dass ich nachher irgendwann mal was verpasse. Jetzt wollen wir das natürlich zerhacken. Muss ich das eigentlich darauf legen, wenn ich was zusammen benutzen will? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass man jetzt einfach sowas benutzen darf. Ich finde es blöd, dass mein Mauszeiger manchmal einfach verschwindet. Ich weiß nicht, ob das auch in der Aufnahme der Fall ist. Frisch gepresster Bärensaft. Die muss man den Saft halt irgendwie pressen. Aber die Frage ist, wie? Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gerade selber gestellt habe, aber die hat, glaube ich, mit dem LP nichts zu tun. Wie mache ich jetzt den Bärensaft gepresst hier? Kann ich das irgendwie... Mann, was habe ich denn hier so für Möglichkeiten? Kiste? Laterne? Nö. Kiste packen? Kann ich gar nicht mit. Okay, gut, das macht ja die Sache... Hey, Bogel! Beweg dich! Och komm, mach doch nicht mal sowas. Das Seil haben wir ja schon. Drin vielleicht noch irgendwas. Es gibt hier noch diesen Herd, aber... Nee, kann man nicht benutzen. Ich bräuchte sowas wie ein Gefäß. So, machen wir das da auf hier und dann mal das Ding hier. Nö. Also wenn ich mich jetzt irgendwie glatt anstelle für Leute, die das Spiel kennen, ja? Ich habe es wirklich seit Ewigkeit nicht mehr gespielt und bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das alles funktioniert hier. Blob, platsch und dann mal raus wieder. Also hier ist nur dieser Ofen noch. Mehr ist hier anscheinend nicht. Gut, dann hier ist auch nichts. Dann ja, kann ich dich jetzt irgendwie was benutzen? Also deine Fähigkeiten? Nö. 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 Bin gespannt, wie viele Fähigkeiten der kriegt. Also sehr, sehr cool an sich, dass der halt so... Ich finde die Idee cool. Aber ja. Nehmen wir jetzt erstmal die Bären mit. So, warte mal, hier sind da diese Teile. Da waren nur Blätter, da brauche ich nicht mehr reingehen. Dann gehen wir hier weiter. Weiter. Ja. Da hinten kam man nicht weiter. Aber hier gibt's auch nichts mehr, ne? Wir haben jetzt Schlamm gekriegt. Wofür können wir einen Schlamm gebrauchen? Kann man Schlamm mit den Bären verwenden, oder was? Nee. Da hinten war das, wo wir nicht weiterkamen. Vielleicht gibt es da noch einen Gegenstand, den ich übersehen habe. Ich frag mich, wozu dieses... Oh. Bring die Bären zum Haus des Wächters und gib sie ihm. Das ist eine Hinweisuhr. Scheiße. Ich darf nur immer in gewissen Zeitspannen... Hinweise abfragen, anscheinend dafür ist es wohl da. Das ist jetzt blöd. Ja, danke, da hat mich jemand abonniert. Ich sollte meinen Firefox ausmachen. Jetzt geh weg. Also wenn du das jetzt siehst, dann weißt du, wie alt mein LP ist. Da hast du mich nämlich abonniert. Da ist er. Er ist einfach verschwunden. Okay, ich gebe ihm jetzt einfach die Bären. Ist blöd. Ich versuche das Hinweisding nicht zu benutzen. Ich wusste gar nicht, dass das damit schon war. Eigentlich ziemlich fortschrittlich. Also für die Zeit da gab es eigentlich sowas nicht. Aber interessant. Kann ich sowas nicht einfach ein bisschen überspringen? Ah, nein, ich habe keine Möglichkeit. Weil so ein Laufwege, ich finde sowas immer ein bisschen blöder, wenn man da mal warten muss. So, Digga. Hier, Hermann. Ich habe dir ein paar Beeren mitgebracht. Großartig! Jetzt press sie aus! Was? Okay, in Ordnung. Wo ist die Saftpresse? Hab ich dir doch gesagt, da drüben auf dem Schränkchen. Ah, okay, gut, das reicht schon.
Ich habe jetzt gedacht, ich muss so anders pressen. Na, aber. Vogel, kannst du dich in eine Gitarre verwandeln? Was zur. Hier. Sag mal, was für Beeren sind das überhaupt? Chuck-Beeren. Natürlich. Das schmeckt toll. Aber jetzt habe ich Hunger. Also wirklich. Weißt du, was ich wirklich vermisse? Na? Oh, ich möchte es lieber nicht hören. Schneghetti Mosonara. Schneghetti Mosonara? Du meinst Spaghetti Carbonara? Hab keine Ahnung, was das sein soll. Bist du sicher, dass du aus dieser Gegend bist, Junge? Nein, ich möchte Schneghetti Mosonara. Okay. Ich koche es für dich. Was ist drin? Natürlich Schnecken und Moos. Was denkst denn du? Ich meine, Schnecken habe ich abgegeben. Ich besorge aber nur genug für eine Portion. Schneghetti Mosonara. Guck mal, jetzt gibt er nämlich das Ding wieder hoch, weil da bräuchte man jetzt vielleicht einen Hinweis für. Aha, so. Ich gebe ihm Schlamm. Nö. Aber irgendwas hätte ich jetzt dadurch doch kriegen müssen. Ich muss doch weiterkommen. Schneghetti Mosonara. Also ich brauche Schnecken und Moos. Aber die Schnecken habe ich doch schon lange weggebracht. Jetzt weiß ich gar nicht. Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie in die Bredouille bringe, weil ich die Schnecken schon abgeliefert habe. Weil da kann ich doch nichts für. Geh mal darüber hier. Moos 17 nicht. Was ist das hier? Ein Moossumpf, was? Aber er ist offensichtlich zu weich, um darauf zu laufen. Okay. Was mache ich denn jetzt hier an der Stelle? Außer zurückgehen. Nicht. Dann wollen wir mal wieder zurückgehen. Vielleicht kann ich, wenn ich da hochgehe. Ja, aber ich habe doch keine Schnecken mehr. Das ist doch blöd. Also ich muss die doch abliefern. Außerdem verfutter ich doch nicht diese coolen beiden Schnecken da. Das wäre doch dämlich. Ja, wenn er das Seil hier hängen lassen würde. Ich weiß nicht, krabbelt er automatisch runter oder? In den Büschen okay. Kann ich denn jetzt zurückgehen ohne Problem? Weil ich würde mich sonst von der anderen Seite rüberschwingen oder so. Nein, dann nimmt das Ding wieder mit. Nein, komm, jetzt mach das, lass das da. Och komm, jetzt mach keinen Scheiß. Du Spasti. Nein, komm. Ach, du bist ein Depp, ey. Ich möchte echt in die Fresse hauen. Jetzt muss ich ganz den Scheiß mal angucken, wie du wieder zurückläufst. Jetzt muss ich auch schon wieder Pause machen. Also ich fange das nächste Mal an, wenn ich dann da oben bin. Und das Ding nochmal angemacht habe. Mal gucken.